Der Chaos-Sommer, der uns letztes Jahr beglückt hat, wird dieses Jahr wahrscheinlich noch mal größer. Das kündigte Daniel Flohr, der amtierende stellvertretende Vorsitzende der Flugbegleitergewerkschaft UFO, am Donnerstag an. Insofern bedauere ich tatsächlich aus tiefstem Herzen, dass wir diesen Schritt gehen müssen. Allerdings bleibt mir auch nichts anderes übrig, als Ihnen schlechte Nachricht zu geben, dass im Juli Streiks durch die Kabinenmitarbeiter in Deutschland stattfinden werden. In der kommenden Woche werde man eine zweiwöchige Urabstimmung dazu einleiten, sagte Flohr. Auch für die Lufthansa selbst soll es eine Urabstimmung geben, die sich derzeit aber noch um ein paar Wochen verzögere. Dafür müssten zunächst noch die Forderungen fertiggestellt werden. Die Lufthansa weist den angekündigten Arbeitskampf von UFO zurück. Einen Streik könne es nicht geben, da es derzeit weder offene Tarifverträge noch konkrete Forderungen gebe, erklärte der Konzern mit Blick auf die Kernmarke Lufthansa am Donnerstag.